Hallo Fans und Freunde der Wiener zu einem, ja, für mich ganz besonderen Vlog. Ein Vlog-Spezial über die Wiener Fans, muss man ganz ehrlich sagen. Denn heute geht es auf der Hohen Warte nicht um die Matches, nein, heute geht es um die Wiener Fans. Heute ist die Präsentation von The Vienna Fanbook. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich, denn es hat 2 Jahre lang gedauert, bis ich endlich diese Bücher euch präsentieren kann. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz drauf, weil die sind sehr, sehr schön geworden und repräsentieren wirklich ganz toll uns Wiener Fans. Denn wenn man sich ganz ehrlich ist, Verein, Spieler kommen und gehen oder Vorstände kommen und gehen, die man auch jetzt wieder gesehen hat, aber die einzige Konstante, das sind wir, die Wiener Fans und diesen Fans und diesen Leuten, die wirklich bei jedem Wind und Wetter und in jeder Liga, muss man ganz ehrlich sagen, immer dabei sind, denen ist dieses Buch, dieses Wiener Fan-Fotobuch gewidmet. Und heute gibt es die Präsentation hier in der Wiener Lounge, aber ganz ehrlich, die Wiener Lounge wird immer das Wiener Stüberl bleiben. Und ja, gleich geht's los. Und ich freue mich schon sehr auf euch. Also, bleibt dran und schaut euch das an. Danke für eure Unterstützung, danke für euer Support und Mitmachen vor allem bei diesem tollen Projekt. Und ihr seht wirklich, das Ergebnis spricht für sich und ist wirklich ganz, ganz toll. Und es freut mich, dass es so einen guten Anklang gefunden hat. Und ja, vielleicht machen wir wieder mal so ein Projekt, aber dieses hier ist auf jeden Fall einmal jetzt abgeschlossen. Muss auch eine gewisse Exklusivität haben. Zum 125. Geburtstag unserer lieben Wiener und natürlich, ja, die Wiener Fans. Ich genieße es mit euch. Danke. Ja, das war die Präsentation des The Vienna Fanbook. Danke fürs Kommen und natürlich danke, dass ihr mich so unterstützt habt. Wir werden jetzt noch ein bisschen weitermachen hier und noch diesen wunderschönen frühsommerlichen Abend genießen hier auf der Warte. Meisterschaft ist ja dann auch schon vorbei und dann geht es in die wohlverdiente Sommerpause und ich hoffe, ihr bleibt mir treu, unterstützt mich hier weiterhin und bis zum nächsten Mal. Kamen Vienna. Ja, liebe Wiener Fans, heute letztes Match der Meisterschaft. Freuen wir uns schon, die Meisterschaft zu Ende, weil natürlich sehr erfolgreich. Darauf freuen wir uns natürlich am allermeisten. Und ja, Buchpräsentation gestern hat auch ein bisschen die Spuren hinterlassen. Und Michi und ich sind jetzt einmal am Weg zum Rolli, weil es gibt eine kleine Grillerei, bevor es dann nach Leasing zu LA Riverside geht. Und wer da die Meisterschaft ganz fein ausklingen werden lassen. Also kommt mit und schaut euch das an. Nächstes Jahr Stadtliga, 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 Stadtli
Herz, ich sterbe in Derby. Lorde ist mein Herz ohne Scherz. Ja, liebe Vienna-Fans, das war die Saison 2018-2019 in der zweiten Wiener Landesliga. Und was sagt sie zu der Frühjahrssaison? Ein Wahnsinn. 15 Siege, nicht nur in Folge, sondern alle Matches im Frühjahr gewonnen, beziehungsweise sogar manche zu Null gewonnen. Gar nicht so wenige, knapp an der zweistelligen vorbeigeschrammt in einigen Matches und natürlich auch im Toto Cup eine sehr, sehr gute Vorstellung geliefert gegen Mannschaften, die eine Liga höher liegen, sind als wir. Also Hut ab vor dieser Mannschaft, Hut ab natürlich auch vor dem Trainerstab und allen Verantwortlichen, die so ja, wirklich fleißig und unermüdlich gearbeitet haben, uns hier aus der fünften Liga herauszubringen und ja, hoffentlich nie wieder zurückkommen. Jetzt geht's ab in die vierte Liga, in die Wiener Liga und ich hoffe, es geht in dieser Tonart weiter. Ich hoffe, es wird sich einiges auch ins Gute verändern, denn es hat sich natürlich auch einiges verändert bei der unserer Vienna und es hat sich auch einiges geändert bei Kammern Vienna und ja, es wird sich auch noch weiterhin einiges ändern, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen und ja, wie ist es euch gegangen in dieser Saison? Schreibt es unten in die Kommentare, sagt mir, was euch gefallen hat, was euch bewegt hat. Einfach ein paar Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr hier bei Kammern Vienna bleiben würdet. Abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, Glocke drücken, wenn ihr informiert werden wollt, wenn ich wieder ein Video online stelle. Schaut natürlich auf Facebook vorbei, Instagram und auf Twitter vorbei, weil da wird es immer wieder ja, das Aktuellste um die Fans des First Vienna Football Club geben. Meine Lieben, jetzt ist mal Pause, dann beginnen die Testspiele, aber spätestens am 17. Juli sehen wir uns wieder auf der Hohen Warte bei dem Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Union Berlin, meine Lieben. Und dann, ja, dann schön langsam kommt ein Geburtstag, und zwar der Geburtstag unseres Lieblingsvereins, nämlich der 125. Geburtstag der alten Dame. Und ich hoffe natürlich auch da sehen wir uns recht zahlreich und ja, einiges geplant deswegen. Also meine Lieben, bleibt dran, bleibt informiert, was sich bei den Fans des First Vienna Football Clubs so tut. Und ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich. Meine Lieben, Kammern Vienna. I fell asleep in the wartime.